Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine 10 Tipps, um erfolgreicher auf Wattpad zu werden. Für alle von euch, die noch nicht wissen, was Wattpad ist: Wattpad ist eine Online-Schreibplattform, auf der jeder ohne Verlag und ohne Agenten einfach drauf losschreiben und auch drauf loslesen kann, und das kostenlos. Es gibt Updates von Autoren, über die man informiert wird. Man kann ihnen folgen, wie zum Beispiel auf Instagram. Also im Prinzip ist Wattpad die perfekte Mischung aus einem E-Book und Instagram. Und dann kann man ja auch direkt, nachdem das Update online gegangen ist, live kommentieren, sich mit dem Autor, mit weiteren Lesern austauschen und so weiter. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren auf Wattpad, was eine ziemlich lange Zeit ist, und ich habe extrem klein angefangen. Also ich würde sagen, es war ein steiniger Weg, aber so ist es ja eigentlich immer mit dem Erfolg. Und mittlerweile bin ich im Stars-Programm, ich hatte auch eine Paid Story für ein Jahr und ich bin im Botschafter-Programm. Also ich würde sagen, ja, ich habe mittlerweile genau das erreicht, was ich früher immer erreichen wollte. Natürlich möchte ich trotzdem nochmal irgendwann mein Buch in den Händen halten, aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Denn heute geht es ja wirklich nur um Erfolg auf Wattpad, Erfolg mit dem Schreiben, Erfolg mit seinem Profil zu haben. Und ich habe meine 10 besten Tipps mir notiert, was mir im Laufe der Jahre wirklich geholfen hat, beziehungsweise wo ich sagen würde, im Nachhinein betrachtet, das war eine wirklich gute Sache. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Mein erster Tipp, um erfolgreicher auf Wattpad zu werden, ist ganz viel kommentieren, ganz viel voten, allgemein ganz viel lesen. Und ich meine mit viel voten nicht, dass ihr stumm eine Geschichte durchvotet, sondern dass ihr euch wirklich damit befasst und dass ihr Geschichten findet, für die ihr brennt, die ihr gerne lest, und dass ihr, ja, den Autoren ein bisschen Mut macht, dass ihr euch mit den Lesern dort austauscht und natürlich auch, dass ihr vielleicht, ja, so ein paar Insider und im Prinzip Wattpad-Freunde findet. Denn, ja, man kann relativ einfach darüber Menschen auch auf sein eigenes Profil aufmerksam machen, und genau das ist es ja, was ihr im Prinzip wollt. Es ist alles ein Geben und Nehmen, also kommentiert bei anderen und diese werden dann auch wieder bei euch kommentieren. Genauso könnt ihr natürlich euch auch Leute suchen und diese fragen, ob ihr euch vielleicht gegenseitig Feedback gebt. Also, dass ihr bei ihnen kommentiert und diese Leute kommentieren bei euch und geben euch wiederum Feedback. Mein zweiter Tipp ist es, ganz, ganz viel zu schreiben. Und ich weiß, das ist wie mit dem Tanzen oder mit Fußballspielen oder mit dem Malen oder mit dem Zeichnen. Es erfordert alles Übung und es ist nicht so, dass ich euch jetzt ein Rezept geben kann, wie beim Kuchenbacken oder so, und dann funktioniert's. Also so einfach ist es nicht, leider. Aber wenn ihr ganz, ganz viel schreibt und es immer weitermacht und eine Leidenschaft dafür habt, dann wird irgendwann auch der Erfolg kommen. Also quasi müsst ihr um den Erfolg kämpfen. Verbessert euch und schreibt immer und immer weiter. Denn ja, wenn ihr immer mehr Geschichten auf eurem Profil habt und man auch eine Verbesserung sieht, dann wird es Leute geben, die sagen, hey, ich mochte das Buch und deswegen lese ich das andere Buch auch nochmal. Also im Prinzip gewinnt ihr eure Stammleser, und das sind dann auch die Follower, die gerne wissen möchten, wenn ihr demnächst wieder ein Update, ja, hochladet. Außerdem kann ich euch immer den Tipp geben, ganz, ganz viel zu lesen. Das ist so ein grundlegender Tipp, um besser zu schreiben, denn Lesen und Schreiben geht miteinander einher, und je mehr ihr lest, desto mehr werdet ihr auch über das Schreiben kennenlernen. Ihr werdet nicht nur wissen danach, welche Genres euch interessieren, was ihr vielleicht schreiben könntet, es wird euch auch inspirieren, euch neue Ideen bringen, und ihr lernt neue Begriffe, ihr lernt neue Metaphern, also in jeglicher Hinsicht ist es wirklich, wirklich hilfreich. Mein nächster Tipp ist es, dass ihr die richtigen Tags setzt. Es ist so, so wichtig, dass die richtigen Leser eure Geschichte finden. Dafür müsst ihr natürlich zuallererst eure Zielgruppe kennen. Also zum Beispiel, handelt es sich dabei um Jugendliche, handelt es sich um junge Erwachsene oder vielleicht auch schon, ja, um Erwachsene, sagen wir mal 30 plus oder ab 40, 45. Und dementsprechend wählt ihr eure Tags aus. Nehmen wir als Beispiel mal ein Buch im Genre Jugendliteratur. Ihr wisst, okay, eure Zielgruppe ist 13 bis 18 Jahre alt und es sind vor allem, ja, weibliche Personen. Das kann man ja auf Wattpad auch einsehen.
wie die Leserschaft ungefähr so aufgebaut ist und daran orientiert ihr euch. Ihr könntet zum Beispiel hierbei die Tags Jugendliteratur, Liebe, Freundschaft, Highschool oder Schule im Allgemeinen setzen oder auch sowas, ja, wenn es irgendwie um eine Krankheit geht, Tod oder Trauer oder Mental Health oder ja, Mental Illness. So welche Tags könnt ihr setzen. Wenn ihr auf Deutsch schreibt, dann benutzt am besten auch nur deutsche Tags, damit die richtigen Leute auf euch aufmerksam werden. Adjektive zum Beispiel gehen auch. Bei einem humorvollen Buch würde ich zum Beispiel humorvoll auch als Tag nehmen oder ja, traurig könnte man auch als Tag nehmen oder fröhlich. Also, dass die Leute quasi, wenn sie eine humorvolle Geschichte suchen, direkt auf euch aufmerksam werden. Mein vierter Tipp ist es, professionell zu sein. Und ich weiß, Professionalität kann auch im Auge des Betrachters liegen, aber so ein paar Dinge sind für mich persönlich einfach grundlegend. Zum Beispiel gehört dazu, keine Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler zu machen, also keine großen Fehler zu machen. So ein paar Tippfehler sind auch nicht so schlimm. Immerhin ist das ja alles kostenlos und ihr hattet ja auch kein Lektorat und kein Korrektorat. Das ist schon in Ordnung. Aber ja, gebt euch auf jeden Fall Mühe, dass zum Beispiel auch der Klappentext spannend geschrieben ist. Lasst mal ein paar Leute drüber lesen und zwar ein paar kritische Leute oder sagt denen, sie sollen wirklich, wirklich kritisch sein. Sie sollen nahezu nach Fehlern suchen, denn gerade ja bei Freunden oder Familie ist es so, dass die erstmal vermutlich total beeindruckt sind und einen auch unterstützen wollen und ja, dass die nicht so kritisch sind und vielleicht auch nicht so ein Auge dafür haben, weil sie ja auch einfach nicht vom Fach sind, zumindest in den meisten Fällen. Und außerdem kann ich euch super, super doll empfehlen, so ein paar Kleinigkeiten, Designelemente einzubauen. Bedeutet zum Beispiel über der Kapitel, also unter der Kapitelüberschrift, wenn es einen neuen Point of View gibt, einen Sichtwechsel, dass ihr dann vielleicht den Namen der Person in einer schönen Schrift einblendet, also dass ihr Einblendungen macht, dass ihr, bevor es losgeht, vielleicht ein Zitat reinschreibt oder sogar eine Widmung und dass ihr vielleicht auch, ja, die Playlist, die ihr beim Schreiben gehört habt, dort verlinkt, also dass eure Leser eben dieselbe Playlist beim Lesen hören können, wenn sie wollen. Außerdem kann ich euch auch noch wahnsinnig doll empfehlen, ein gutes Cover zu machen. Ich weiß, nicht jeder hat das Geld, vor allem in der Schulzeit, sich einen Grafikdesigner zu engagieren und ich hatte das Geld auch nie. Ich habe mir kostenlos PixArt runtergeladen und habe ja alle Cover immer selbst designt. Ich mache meine Cover auch heute immer noch selbst und ich finde, man sieht auch eine große Veränderung. Nicht jeder kann sich, wie gesagt, irgendwie Photoshop leisten oder nicht jedem liegt es auch zu designen. Darum kann ich euch empfehlen, fragt vielleicht mal andere Webpadder, ob die Lust hätten, ein Cover für euch zu designen. Da gibt es nämlich einige, die das machen und als Dankeschön bewerbt die ein bisschen. Also ja, postet vielleicht mal öffentlich ein Dankeschön oder die liebe so und so hat mein Cover designt oder schreibt es am besten vielleicht sogar in die Beschreibung. Einfach so als Dankeschön. Dann gibt es auf Fiverr, einer Webseite, auch Freelancer, die für relativ wenig Geld Cover designen und ihr könnt euch natürlich auch selbst dran machen ans Design. Da habe ich natürlich noch zwei kleine Hinweise für euch und zwar erstens, es gibt sehr, sehr viele Websites, die lizenzfreie Bilder anbieten. Nutzt die gerne. Es ist nämlich wirklich so eine Sache. Die Bilder von Pinterest sind meistens urheberrechtlich geschützt. Und ich weiß, sie werden hochgeladen und ich weiß, sehr, sehr viele benutzen sie. Ich persönlich gehe da immer auf Nummer sicher und nehme wirklich nur Bilder und allgemein irgendein Material, was vom Urheber ja freigegeben ist, sodass man das einfach auch für kommerzielle Zwecke benutzen kann und dass ich da immer auf der sicheren Seite bin. Und bei Zitaten nenne ich natürlich auch immer den Urheber. Ganz wichtig für mich. Tipp Nummer 5, bleibt in Kontakt zu euren Lesern. Geht auf alle Fragen ein, allgemein geht auf alle Kommentare ein, die freundlich und konstruktiv geschrieben sind. Ich glaube, ich habe noch nie auf einen Kommentar nicht geantwortet und ich habe auch noch nie einen wirklich negativen Kommentar bekommen. Allerhöchstens konstruktive Kritik und die hat mir bisher immer weiter geholfen. Ich weiß, Kritik kann auch wehtun und Kritik kann einem auch den letzten Nerv rauben, gerade wenn man einen anstrengenden Tag hinter sich hat oder sowas. Aber atmet da wirklich einmal tief durch und geht darauf ein. Es geht um euch und es geht darum, dass ihr besser werdet und konstruktive Kritik hilft, euch weiter zu wachsen und besser zu werden. Und je öfter ihr darauf eingeht, je öfter ihr sowas lest, desto einfacher wird es auch für euch, damit umzugehen und das irgendwie zu handhaben. Also
ja, antwortet auf Fragen, geht auf konstruktive Kritik ein und bedankt euch immer, wenn jemand eure Geschichte liest oder wenn jemand eure Geschichte durchvotet. Wenn jemand einen Kommentar schreibt, ich fand eine Geschichte total toll, dann schreibt einfach Danke oder stellt sogar Fragen, um mehr ins Gespräch zu kommen. Also zum Beispiel, welche Szene mochtest du am liebsten oder welchen Charakter mochtest du am liebsten und erforscht das Ganze so ein bisschen, um auch besser zu werden letztendlich, um rauszufinden, okay, warum mochte die den Charakter wohl so gern, war er dreidimensionaler als alle anderen. Und wenn jemand nur votet, dann könnt ihr ja nicht direkt auf einen Kommentar eingehen, aber ihr könnt auf das Profil von der Person klicken und dann könnt ihr auf deren Nachrichtenboard eine Message hinterlassen und schreiben, hey, ich habe gesehen, du hast für mich gevotet oder für meine Geschichte. Ich wollte mich da ganz herzlich für bedanken. Und das macht allgemein immer einen guten Eindruck, es ist sympathisch und ihr werdet sehen, dass das sehr, sehr gut ankommt. Und ja, es ist einfach auch so positiv, es wird irgendwie auch euer Leben noch verschönern, weil ja, ihr euch mehr mit Positivem noch umgebt und ich denke, dass Erfolg einfach allgemein auch durch viel Positivität kommt. Mein nächster Tipp ist es, Social Media Accounts anzulegen. Und ja, ich weiß, nicht jeder möchte sein Gesicht in die Kamera halten oder dass man seine Stimme erkennt oder andere private Details, wie zum Beispiel, ja, diesen Hintergrund oder sowas. Aber ihr könnt natürlich auch einfach einen Social-Media-Account machen mit eurem Pseudonym oder mit eurem Wattpad-Nutzernamen. Zum Beispiel auf YouTube könntet ihr Buchtrailer hochladen oder ihr könntet auf Instagram Zitate posten oder ein Pinterest-Board anlegen und so auch wieder neue Leute auf eure Geschichte aufmerksam machen. Und vergesst nicht, euer Buch dann auch zu verlinken. Mein siebter Tipp sind die Wetties. Die Wetties sind Wattpads jährlicher Wettbewerb, ja, wo mehrere Geschichten in mehreren Kategorien gewinnen können. Mittlerweile gibt es dort auch ein Preisgeld und es gibt auch Studiopreise, also Adaption zu TV und Film und so weiter. Aber weil ich das jetzt nicht so ganz genau weiß, werde ich euch das in der Infobox verlinken, ja, oder ich werde es hier irgendwo einblenden, also je nachdem. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz genau durchlesen, welche Preise es gibt. Aber kommen wir zu dem, was ich wirklich weiß, und zwar, das sind die Werbemöglichkeiten. Ihr werdet auf der Homepage, also wo alle Geschichten gelistet sind, in einer Swimlane gelistet sein, für die Wetties-Gewinner, so wie letztes Jahr vermutlich. Ihr werdet auf den Wetties, auf dem deutschen Wetties-Profil und auch allgemein auf den offiziellen Wattpad-Profilen vermutlich in einer Leseliste auftauchen. Ja, oder es wird anderweitig Werbung für euch gemacht. Bisher gab es auch jährlich einen Sticker für die Gewinner und mittlerweile gibt es auch einen Sticker für die Shortlist-Kandidaten. Also, wie ihr seht, die Wetties sind natürlich auch eine gute Werbemöglichkeit. Ich packe dazu mal einiges so an Infomaterial in die Infobox. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen und zwar alles ganz genau und schwarz auf weiß. Und ja, könnt dann entscheiden, ob das vielleicht was für euch ist. Außerdem gibt es auch Wettbewerbe, die von Botschaftern ausgerichtet werden. Und das ist mein nächster Tipp an euch. Bewerbt euch doch einfach mal mit einer Kurzgeschichte, denn meistens sind es sogar nur Kurzgeschichten. Und ja, macht bei einem Botschafter-Wettbewerb mit. Diese findet ihr auf den offiziellen Botschafter-Profilen. Allgemein sind diese Profile auch ein Tipp, denn dort könnt ihr euch auch für die Leselisten bewerben, um dort auch ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen. Tipp Nummer 9 sind die Story Notes. Diese findet ihr neben der Detailseite und dem Inhaltsverzeichnis eurer Geschichte, aber nur, glaube ich, auf dem Laptop oder auf dem PC und nicht in der App. Dort könnt ihr ausfüllen, ob eure Protagonisten eher extrovertiert oder introvertiert sind. Und noch weiter unten gibt es dann die Möglichkeit auszuwählen, für Gelegenheiten von Wattpad in Betracht gezogen zu werden. Diese Gelegenheiten können sowas wie Wattpad Studios, Wattpad Stars oder auch Paid Stories sein. Allgemein könnt ihr dadurch euch, ja, in Anführungsstrichen bewerben. Und ja, vielleicht habt ihr ja das Glück und Wattpad kommt irgendwann möglicherweise auf euch zu. Und mein allerletzter Tipp an euch, und ich habe erst überlegt, ob ich ihn überhaupt mit reinnehmen sollte, weil ich mir gedacht habe, vielleicht liegt es auf der Hand, aber ich glaube, ja, es ist einfach zu wichtig, um ihn wegzulassen. Und zwar, bleibt euch selbst treu, bleibt dran und zieht es durch. Wenn ihr es wirklich, wirklich wollt und ihr wollt euren nächsten Schritt in der Autorenkarriere oder auch in eurer Wattpad-Karriere erreichen, dann bleibt dran.
und macht einfach. Schreibt, 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 tauscht euch mit Leuten aus und zieht es durch. Und es ist völlig egal, was andere sagen. Wenn ihr das liebt, wenn das eure Leidenschaft ist, dann macht es. Und ja, ich denke, andere Autoren und andere Wattpadder werden es verstehen. Und dort werdet ihr Gleichgesinnte finden. Also macht einfach weiter, bleibt dran. Und der Weg, der ist nicht einfach, der ist sehr steinig. Ich hatte erst mit meinem 6. Manuskript auf Wattpad wirklich großen Erfolg. Und wenn ihr schon mit dem 1. Buch Erfolg habt, dann ist es natürlich super. Aber falls es noch nicht so ist, und ich denke, bei den allermeisten ist es nicht so, dann lasst euch nicht unterkriegen. Und ihr müsst auch nicht perfekt sein. Das sind kostenlose Geschichten. Ihr könnt euch ausprobieren, ihr könnt neue Genres ausprobieren. Ja, probiert euch aus, bleibt dran. Der Weg ist nicht einfach, aber ihr schafft das und ich glaube an euch. Und es ist wichtig, dass ihr auch an euch selbst glaubt. Ich wollte 1000 Mal aufgeben und jetzt sind 8 Jahre vergangen. Ich bin immer noch da und es hat sich gelohnt. Es hat sich absolut gelohnt. Und das war's auch schon mit meinen 10 Tipps, um erfolgreicher auf Wattpad zu sein. Falls ihr jetzt noch einen Tipp irgendwie im Kopf habt, den ihr vermisst habt in diesem Video, schreibt den in die Kommentare. Ich würde mich ansonsten sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Oder hinterlasst mir ein Abo. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!